Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Babylon07 und möchte euch heute eine weitere Windel vorstellen. Um welche Windel es sich genau handelt, erfahrt ihr natürlich wie immer nach dem Intro. So Leute, hier bin ich wieder nach dem Intro und ich möchte euch eine Windel aus dem Hause Bella Baby Happy vorstellen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich erstmal mit der Verpackung an. Nee, machen wir nicht. Wir fangen mit der Stückzahl, mit der Größe an. Hier natürlich, wie gesagt, eine Windel aus dem Hause Bella Baby Happy. Und natürlich in der Größe 6 ab 16 Kilo. Ja, hier die Verpackung erstmal von vorne und von hinten. Sie hat auch dieses komische Design, wo man es einmal stehen, einmal liegen im Regal räumt. Das finde ich sehr schön. Ja, in der Packung befinden sich 18 Stück. Ich habe diese jetzt bei Kaufland gekauft. Den Preis kann ich euch leider nicht mehr sagen, da ich den Kassenbon mal wieder verschmissen habe. Und ja, wie schon gesagt, Verpackung von vorne, von hinten, haben wir alle schon gesehen. Die gibt es natürlich auch in vielen, vielen anderen Größen. Es fängt schon bei Größe 0 an. 1, 2, 3, 4, 4 plus 5 und 6. Aber wir machen ja, wie gesagt, heute die Größe 6. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Hüftumfang an und der beträgt 70 cm. Ja, das ist dann der Hüftumfang, wo man noch auf dem Klettverschluss ist. Aber ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal eine Windel raus, um euch die Windel auch mal zu zeigen, nicht nur immer diese Verpackungen. Weil ich kann diese Verpackungen selbst nicht leiden. Ich zeige euch lieber meistens die Windel, das wisst ihr alle selber. So, ja. Und zwar, die Windel hat sich auch etwas verändert. Ich habe mal vor, ja, sagen wir mal, nicht YouTuber-Zeiten, habe ich mir mal eine Windel gekauft und ich habe sie noch gefunden. Ich habe mir anscheinend wirklich eine auf die Seite und es hat sich einiges verändert. Die Dicke ist zwar gleich geblieben, aber die ist, das ist die alte, das ist wirklich, fühlt sich plastikmäßig an und die fühlt sich echt butterweich an. Es kamen auch ein paar Bilder mehr dazu, wenn ihr das so sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und was sich verändert hat, dieser Klett war ziemlich rau und dieser Klett ist jetzt mittlerweile auch sehr, sehr weich. Ja, sonst hat sich eigentlich, wie gesagt, außer zum Design nicht viel verändert gehabt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der neuen Windel quasi. Wie gesagt, der Klett oben ist weich und ich habe ja gerade eben schon mal den Hüftumfang angesprochen. Und zwar, die Windel hat nicht wie gewohnt komplette Seitenbündchen, was ziehbar sind, sondern nur die Klettverschlüsse selber. Was wir natürlich auch haben, ist ein Rückenstretch. Ein Vorderstretch haben wir leider nicht. Ist doch nicht immer zwingend notwendig. So, wie gesagt, es ist wie gesagt nicht der Flügel dehnbar, sondern der Klett selber. Er hat so inzwischen, ja, dehnbares Ding da. Das kann man auch ein bisschen spielen, da wird es immer noch länger und mal noch länger. Irgendwann reißt es. Und ich habe ja vorhin gesagt, der Hüftumfang beträgt 70 cm. Ja, 70 cm, wenn man auf dem Klett bleibt. Ihr könnt aber auch neben den Klett gehen, und zwar hier auf den Flügel an der Seite. Das hält auch. Also ihr seht, ich ziehe auch dran. Ihr seht es ja auch am Stretch, es hält. Ja, also so kann man die Windel, sagen wir mal, noch ausreizen. Da geht dann noch mehr, so kommt man auf ca. 80 cm. Was natürlich, sagen wir mal, tagsüber schon funktioniert, aber in der Nacht würde es nicht wirklich dicht halten. Also dicht halten vielleicht schon bis zu einer gewissen Zeit. Ja, dadurch, dass die Windel natürlich so dick ist, geht sie natürlich auch noch weiter auf, desto mehr Nässe sie aufnimmt. Und ich würde sagen, zu der Saugleistung komme ich jetzt. Das sind nämlich 700 Milliliter. Und ja, sonst kann ich zu der Windel gar nicht so viel sagen. Sie fühlt sich bequem an, sie lässt sich bequem tragen im Schritt und so weiter und so fort. Also ich würde euch nie eine Windel vorstellen, die wo mich selber nicht überzeugt. Ja, es gibt zwar Windeln, die wo mich nicht ganz überzeugen, die wo ein bisschen schlechter von der Qualität sind und so weiter und so fort, aber dann sage ich euch auch das Schlechte. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, ich bin von dieser Windel restlos begeistert. Ob das jetzt natürlich eine Windel wird, die wo ich ständig dann auch tragen werde, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, das war's von mir und der Leute, ich sag mir nicht böse, aber ich hab voll einen Hänger, Alter. Das war's von mir, euer Babylon07 und der Baby Bella Baby Happy Windel in Größe 6.
So, wie gesagt, Links, Fragen und so weiter, alles unten in der Videobeschreibung. Fragen könnt ihr mich per E-Mail-Adresse oder Kommis zukommen lassen. Wenn euch meine Sprachfehler und mein Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einfach mal einen Daumen hoch da. Oder natürlich auch ein Abo. Würde mich natürlich über beides freuen oder auch über nur eins von beiden. Und wie gesagt, das war's von mir, eurem Babydolo 007.